Ein Derby, das sich die Fans im Kalender ganz dick anstreichen. Wenn Freiburg gegen Schwenningen spielt, dann herrscht sowas wie Ausnahmezustand. So auch gestern in der Franz-Siegel-Halle. Es war eine Partie mit richtig hohem Unterhaltungswert. Die Wölfe sind los in der Siegelhalle, alles angerichtet für das große Derby gegen Schwenningen. Prächtige Atmosphäre, knapp 3.900 Fans erwartet ein denkwürdiger Abend. Freiburg in Rot mit Kapitän Woser, Pfosten, die Wölfe beinahe mit der frühen Führung. Von Abtasten keine Spur, beide Teams agieren mit offenem Visier. Die Hausherren durch einen Wechselfehler in der 9. Minute in Unterzahl, Schwenningen mit der Chance und der Führung. Das 0:1 für die Wild Wings durch Radek Krestan. Die Antwort der Wölfe 2 Minuten vor der ersten Drittelpause. Dieses Mal die Gäste in Unterzahl, Robert Hoffmann. Und irgendwie findet sein Schuss den Weg ins Tor. Dennis Meyer steht geschickt im Weg. Keeper Martin Fuß sieht die Scheibe spät, zu spät. Hoffmann mit dem 1:1 Ausgleich. Gerade noch gejubelt, dann schmerzverzerrt am Boden. Robert Hoffmann zu sehen am oberen Bildrand, von Bombis übel attackiert, kann nach kurzer Behandlung aber weiterspielen. Bombis erhält eine 2+10 Minuten Strafe. 1:1 der Pausenstand, Wölfe-Trainer Peter Salmig noch nicht ganz zufrieden. Es folgt das wohl verrückteste Drittel in dieser Saison. Kottmeier am Torschuss gehindert, der Schiedsrichter entscheidet auf Penalty für die Wölfe zum Unverständnis der Gäste. Eine Angelegenheit für den Kapitän Patrick Woser. Und jetzt aufgepasst, was für eine Finte, was für ein abgezockter Treffer. Technisch allererste Güte, Patrick Woser bringt die Wölfe auf die Siegerstraße. Das 2:1 nach 25 Minuten. Plötzlich die Wölfe im Rauschzustand. 98 Sekunden später, Matt Hubbauer mit dem dritten Streich. Freiburg geht mit 3:1 in Führung und demonstriert erneut seine Heimstärke. Schwenningen nimmt eine Auszeit, will sich sammeln, aber an der Enzisheimer Straße herrscht kein Gegenverkehr mehr. Weiter geht's in Richtung SERC-Tor. Chris Caprero netzt ein, 4:1 für die Wölfe, 29 Minuten sind gespielt. Ohrenbetäubender Lärm, Schwenningen droht die völlige Demontage. Doch dann der Gegenzug, nur 15 Sekunden nach dem Freiburger Jubel, das 4:2. Die Gäste bleiben dran, Leisenring trifft, Freiburgs Hintermannschaft zu passiv. Kurz danach Krestan etwas übereifrig gegen Mattis und plötzlich juckt's in den Händen. Zum ersten Mal kommen die Fäuste ins Spiel, das Derby jedoch insgesamt verhältnismäßig fair. Mattis rappelt sich wieder auf, jetzt sind die Wölfe wieder am Zug. Caprero, Cadera, das 5:2 für Freiburg, was für ein packendes Spiel. Roman Cadera stellt den 3-Tore-Abstand wieder her, das Derby aber noch lange nicht entschieden. Schnell und kurios geht's weiter. Erster Schuss abgewehrt, Schröder trifft für die Gäste, doch das Spiel läuft weiter. Der Pfiff kommt spät, aber völlig zurecht. Die Scheibe eindeutig im Netz, beinahe wäre dieser Treffer untergegangen. 5:3, richtig entschieden. Freiburg sucht das Heil weiter in der Offensive. Caprero setzt Dennis Meyer in Szene, wieder zappelt die Scheibe im Netz. 6:3, eine wahre Torflut in der Siegelhalle. Dennis Meyer lässt die Freiburger Anhänger wieder jubeln. Die Gäste glauben nicht, was sie da sehen. Der Beginn des letzten Abschnitts markiert gleichzeitig das Ende für Matt Hubbauer. Nach dieser Aktion muss der Freiburger mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Kabine. Die Wölfe in der Folge vielleicht zu siegessicher, bauen keinen Druck mehr auf. Schwenningen arbeitet sich zurück ins Spiel. Schutte versucht's, Mattis ohne Sicht und Fortune. Treffer Nummer 10, das 6:4 für die Gäste. Keimt da nochmal Hoffnung auf. Die Freiburger Abwehr unaufmerksam. Krestan schleicht sich frei und erzielt den Anschlusstreffer. 6:5, 10 Minuten vor dem Ende. Wölfe-Trainer Peter Salmig kann's nicht glauben. Warum kommt ihr denn nicht zurück? Sowas in der Art wird er wohl gesagt haben. Das große Zittern beginnt in der Siegelhalle, in der es merklich ruhiger geworden ist. Bis zum Auftritt des Patrick Woser. Der Kapitän macht endgültig den Deckel drauf. 2,5 Minuten vor Schluss setzt er mit dem 7:5 den Schlusspunkt in einer denkwürdigen Partie. Die Siegelhalle, ein Tollhaus. Keinen hält es mehr auf den Sitzen. Die Wölfe Freiburg siegen hochverdient im Derby gegen Schwenningen. Ich denke mir, die Zuschauer haben heute wirklich eine Show geboten bekommen von beiden Mannschaften. Ich denke mir, wir haben die ersten 2 Drittel, waren wir die überlegene Mannschaft, aber im letzten Drittel haben wir ein bisschen den Faden verloren. Und
Schwenningen ist richtig Druck gemacht, ist richtig rangekommen, aber wir haben zum Glück noch einen sehr guten Mann gehabt, also Patrick Wosser, der spielt die letzten 3-4 Wochen richtig gut und dann hat er die Verantwortung übernommen und nochmal das 7. Tor gemacht und da war eigentlich der Sieg dann unter Dach und Fach. Lob für den Kapitän und eine gute Offensivleistung. Der Freiburger Tross nicht zu stoppen, bleibt zu Hause eine Macht. Freiburg feiert den 5. Heimsieg und den Mann des Abends. Patrick Wosser jetzt zu Gast im Studio. Ja, also der Mann des gestrigen Abends bei uns im Studio, der Oberwolfter Kapitän der Wölfe Freiburg. Schönen guten Abend, Patrick Wosser. Eine richtig verrückte Partie war das gestern. 12 Tore sind gefallen. Waren jetzt beide Offensivreihen so stark oder waren sie hinten so schwach? Ja, 12 Tore, das ist ungewöhnlich, aber ich denke mal, die sind nur zustande gekommen, weil es halt Über- und Unterzahl-Situationen gab en masse und wir haben die besser genutzt als der Gegner. Der Trainer hat sie gelobt, hat gesagt, sie haben im entscheidenden Moment das Heft in die Hand genommen. Hat der ein oder andere Kollege nach dem 6:3 vielleicht so ein bisschen abgeschaltet und gesagt, naja, das wird jetzt schon irgendwie laufen? Ich denke nicht abgeschaltet, aber wir haben ja zurückgesteckt. Wir hatten Angst davor, dass Schwenningen noch mal kommen wird. Und da haben wir denen die Tür geöffnet und die haben es ausgenutzt. Jetzt ist Schwenningen noch mal gekommen, aber sie haben das 7:5, also quasi die Entscheidung erzielt. Viel spektakulärer, aber war ihr erster Treffer. Und da wollen wir noch mal drauf schauen. Das Penaltitor zum 2:1 für die Wölfe. Kommt sowas spontan oder war dieser Trick geplant? Ja, hinfallen wollte ich nicht. Aber war schon geplant. Ich habe es schon im Training gemacht, auch schon mal im Spiel. Und es funktioniert ganz gut. Ich habe den Move einfach nur zu nah am Torhüter gemacht und deswegen hat er mich mit dem Schoner getroffen und im Fall habe ich dann die Scheibe noch im Augenwinkel gesehen und habe es dann verwandelt, glücklicherweise. Jetzt haben wir gerade noch Ihr zweites Tor gesehen, das 7:5, das die Partie sozusagen entschieden hat. War das ein Tor des Willens? Ist da noch mal alles zum Vorschein gekommen, was sich so ein bisschen angestaut hat in den letzten Tagen? Ja, wir haben uns hinten reindrängen lassen und dann sind die Chancen nach vorne eigentlich ziemlich selten und da muss man in erster Linie versuchen halt nicht die Scheibe zu verlieren. An der blauen Linie ist das verdammt wichtig. Und ich dachte, kein Fehler machen, einfach aufs Tor. Ein Derby-Sieg gegen Schwenningen, noch dazu ein 7:5. Für die Fans natürlich was ganz Besonderes. Wie geht's Ihnen? Ja, es tut gut. Das ganze Umfeld ist zufrieden. Vorstand, Trainer, die Hauptsache und die Fans vor allen Dingen. Und, ja, und das tut der Mannschaft dann letztendlich ganz gut. Wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle und da werden wir sehen, die Wölfe inzwischen auf Platz 6. Vielleicht können wir das gerade mal einblenden. Jawohl, da ist der Wölfe Freiburg, also auf Platz 6 mit 15 Punkten. 5 Siege alle zu Hause, 4 Niederlagen alle auswärts. Warum macht es nur zu Hause Spaß? Es macht auch auswärts Spaß. Fehlen die Punkte, ja. Wir haben es versäumt, dort in den entscheidenden Situationen den nötigen Druck auszuüben. Und die entscheidenden Gegentore, die wir da gekriegt haben, waren zu leichtfertig. Jetzt wurden Sie vor der Saison schon als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Inzwischen haben Sie bewiesen, dass Sie mithalten können. Was zeichnet die Mannschaft aus? Was würden Sie sagen? Ja, der Zusammenhalt ist gut. Wir arbeiten gut zusammen mit dem Trainer. Die ganze Mannschaft ist homogene Einheit. Und das zeigt sich dann auf dem Eis. Der Trainer hat auch immer diese Homogenität, diese homogene Einheit gelobt, hat gesagt, die halten einfach richtig gut zusammen. Liegt es an den Charakteren? Wurde sowas wie teambildende Maßnahmen vor der Saison mit eingeflechtet? Woran liegt es? Ja, man kann es eigentlich nicht beschreiben, aber es passt einfach sehr gut. Und vielleicht hat der Verein auch Vorsicht walten lassen, dass sie den paar Spielern Probeverträge gegeben haben. Erstmal geschaut, ob sie auch menschlich reinpassen und die passen sehr gut. Das macht in der Kabine Spaß und auch auf dem Eis. Sie sind der Kapitän. Wie sieht Ihr Job außerhalb des Eises aus? Ja, ich bin eigentlich das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer oder Mannschaft und Vorstand. Und da gibt es manchmal ein paar Sachen, die man besprechen muss und das läuft dann einfach über mich ab. Sie sind inzwischen 34 Jahre. Habe ich nachgeschaut. Wie sehen Ihre sportlichen Ziele? Wie sieht Ihre sportliche Zukunft aus? Ja, erstmal hier die Saison erfolgreich zu Ende bringen und dann habe ich eine Option noch für die nächste Saison und alles Weitere, was kommt, wird man abwarten. Wenn Freiburg mich haben möchte, bleibe ich gerne. Schon gut möglich, dass Sie die Karriere auch hier beenden? Sehr gut möglich. Sehr gut möglich, dass wir die Freiburger Anhänger freuen. Sie haben es gerade angesprochen, die Saison gut zu Ende zu bringen. Was würde denn das bedeuten? Wie sehen Ihre Ziele aus? Pre-Playoffs. Also wir wollen ja nicht Abstiegskandidat werden und auch nicht zittern müssen und deswegen Pre-Playoffs. Da wünschen wir ganz viel Erfolg. Besten Dank für den Besuch im Studio, Patrick Wosser. Dankeschön.